Hallo meine lieben Primaten da draußen und herzlich willkommen zurück bei Ancestors the Humankind Odyssey. Ja, erstmal wollte ich mich entschuldigen dafür, dass es ein paar Tage lang keine Folge gegeben hat, aber ich hatte Schwierigkeiten, die Zeit zu finden, alles aufzunehmen, was ich aufnehmen sollte und musste. Und wie ich schon mehrfach unter die anderen Kommentare geschrieben habe, ich hatte die ersten 22 Folgen damals sehr, sehr früh in dieser Hype-Phase gleich aufgenommen. Und deswegen habe ich auch viele, viele Dinge einfach noch nicht gewusst, die ich dann aber relativ kurz darauf schon teilweise in meinen Livestreams, vielleicht haben sie manche von euch gesehen, manche auch nicht auf Twitch, schon herausgefunden habe. Also wie gesagt, dass man die Knochen der Verwandten, die gestorben sind, analysieren kann und damit wirklich unfassbar viele Erfahrungspunkte bekommt, das ist mir inzwischen absolut geläufig. Ich gerade immer nur mal, warum kann ich jetzt nicht auf dieses Zeug da drauf kommen? Keine Ahnung. Oh, ich sehe gerade eben schon, dass wir echt wenig auf die Intelligenz noch geskillt haben. Das müssen wir echt mit der Zeit noch ändern. Ich habe das Spiel ja im Grunde eigentlich schon fast komplett durchgespielt. Und zwar mit dem Homo Mapensis, also nicht mit dem Primörten. Da sind wir noch beim Saheltropus. Ich weiß inzwischen schon, dass es, warte mal, noch 4 oder 5 Hominiden müssten es sein. Ich weiß gerade eben nicht mehr, welches genau das ist. Ich weiß auf jeden Fall, der letzte ist auf jeden Fall der Australopithecus africanus. Ich hoffe, ich habe es hier nicht mitten gespoilert, aber damit ist auf jeden Fall jetzt schon mal klar, dass in diesem Spiel hier, sage ich jetzt mal, Feuer nicht vorkommen wird und dass auch sowas wie Homo habilis, Homo erectus und Co. auch nicht vorkommen wird. Also wir sind hier schlicht und ergreifend auf diese Affenmenschen im Grunde eigentlich beschränkt. Das Spiel endet eigentlich so mehr oder weniger 2,5 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal klar. Und ich weiß, dass es auch schon viele aufgehört haben zu gucken. Und ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute jetzt hier das überhaupt noch schauen werden. Aber ich beobachte jetzt einfach mal quasi für uns in der Zukunft, wie das Interesse an diesem Spiel bleiben wird. Und dementsprechend entscheide ich, wie sehr ich es jetzt hier noch weiter bringen werde. Zunächst einmal hatte ich eigentlich ursprünglich jetzt vor, ja, ich nehme mal an, das Ganze jetzt hier für die ersten paar Tage nochmal täglich zu bringen und dann relativ bald dann auf alle 2 Tage umzusteigen, es sei denn, die Views droppen so hart, dann, ja, dann würde ich es wahrscheinlich auch einstellen, weil ich das Spiel halt auch schon komplett durchgespielt habe. Im Grunde spiele ich es eigentlich jetzt hier hauptsächlich noch für euch, um auch nochmal ein paar Sachen zu diskutieren. Wir haben im Livestream eine ganze Menge Sachen schon angesprochen. Ich habe eine ganze Menge, ja, ich sag mal, Bildungsauftrag auch durchgeführt. Ich weiß inzwischen zum Beispiel, dass man auch wirklich mit jedem einzelnen Stein, auch wirklich mit jedem, kann man, also auch mit den stumpfen Steinen, kann man diese Stöcke hier anspitzen. Man braucht nicht diese Basaltfaustkeile. Man kann es theoretisch sogar wirklich also mit einem ganz, ganz einfachen Granitstein machen. Ich gucke jetzt mal gerade eben, dass ich da diese Sau hier vielleicht mal noch erlegt bekomme. Hallöchen, Schweinderl. Na, wie geht's dir? Na, komm her. Hoi, hab ich's verkackt. Nimm mal diesen Stock hier. Jetzt haben wir hier einen gebrochenen Knochen. So. Ich habe die Sau jetzt leider nicht erlegt. Deswegen soll ich jetzt auch mal gucken, dass ich da rüberkomme. Uiuiui. Ich merke, dass die Reaktionszeit eine andere ist als bei meinem Homo Merpensis, den ich ja schon durchgespielt habe. Da habe ich nicht so viel Zeit benötigt, um quasi den Gegenangriff durchzuführen. Ja, und ich wollte auch mal so ein bisschen mit euch über die Dinge reden, die ich jetzt in dem Spiel hier gelungen und auch nicht so gut gelungen finde, denn es gibt ja inzwischen schon sehr, sehr unterschiedliche Rezessionen, die, sage ich jetzt mal so, zwischen 50 und 70 Punkten von 100 Punkten, je nachdem, welche Zeitschrift man jetzt hier zu Rate zieht, nimmt. Und ich persönlich würde behaupten, das Spiel ist durchaus ein gutes Spiel, aber die Entwickler haben aus meiner Sicht ganz, ganz schwerwiegende Fehler gemacht, was alleine die Darstellung der Primaten angeht. Lasst uns mal gerade eben das hier anschauen. Wenn wir legen uns dafür gerade eben mal hin. Ich wollte noch mal ein paar Worte darüber verlieren, was jetzt hier zum Beispiel die Evolution angeht. Für mich als Biologen, ich bin ja Biologe, manche von euch werden das wissen, ist diese Art von Lernen und an die nächste Generation weitergeben und was weiß ich was,
Das ist natürlich rein wissenschaftlicher Nonsens. Das ist Quatsch. Das ist eigentlich genau genommen sogar das Gegenteil von dem, wie Evolution wirklich funktioniert. Realistischer ist eher, dass es hier zu solchen Mutationen kommt, die dann vererbt werden. Aber auch das ist in dem Spiel halt leider nicht richtig dargestellt, denn eigentlich müsste man es so machen, dass man, wenn man es richtig machen wollte, die mutierten Hominiden hier quasi mit anderen mutierten Hominiden in gewisser Weise kreuzt und gezielt diejenigen killt, also aussterben lässt, die Dinge, Mutationen in sich tragen oder einfach Mutationen nicht haben, die eventuell verhindern könnten, dass sich quasi eine Mutation weitervererbt. Denn im Grunde, ihr müsst euch quasi eine Mutation vorstellen wie eine Kausalkette. Stellt euch das vor wie so eine Art Domino-Stein-System. Nur wenn diese Domino-Kette ewig weiterläuft, also dieses Umfallen, ne, kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen oder auch von YouTube-Videos, dass diese Dominosteine sich gegenseitig umstoßen. Stellt euch vor, jeder einzelne Dominostein repräsentiert ein Individuum in einer langen, langen Ahnenkette. Und nur wenn du quasi einen anderen, also wenn du deine Gene weitergeben kannst, was jetzt hier symbolisiert wird durch das Umstoßen des Dominosteins, werden auch die Merkmale der Gene weiter vererbt. Und wenn irgendwann mal kein Nachkomme mehr da ist, dann sterben diese Eigenschaften unter Umständen aus. Oder zumindest, wenn es wenige oder nur noch ein einzelnes Individuum gibt, das diese Gene trägt. Anders sieht es natürlich aus mit Genen, die von ganz, ganz vielen getragen werden. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher natürlich, dass sie sich durchsetzen. Das heißt, wenn man das Spiel hätte realistisch darstellen wollen, hätte man das dem Spieler hier quasi in einer Art von sehr, sehr grausamen, makabren Strategiespiel ermöglichen müssen, seine Hominiden um die Ecke zu bringen, um es mal so zu sagen. So, probieren wir so eine Sau her. Jetzt haben wir sie. Es steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan. Das ist auch eine der nächsten Sachen, die ich noch ansprechen wollte, aber dazu komme ich gleich. Also wie gesagt, ich denke, man hätte in diesem Spiel noch sehr viel mehr einbauen können, um einfach dem Spieler eine andere Herausforderung zu geben. Der Anfang im Spiel ist sehr faszinierend und cool und auch das gesamte Setting ist faszinierend und cool. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dieses Spiel verdient Aufmerksamkeit, weil ich hoffe, dass noch mehr Spiele dieser Art kommen, aber dann quasi mit mehr Tiefgang, vielleicht auch mal mit einer etwas tiefgreifenderen wissenschaftlichen Beratung von Biologen oder auch Anthropologen und so weiter und so fort, die halt einfach Ahnung von dem Thema haben. Und ganz im Ernst, liebe Spieleentwickler, ich persönlich bin der Meinung, dass es sicherlich genügend Nerds unter uns Wissenschaftlern gibt, die euch bei so etwas gerne helfen wollen würden, dafür muss ich jetzt nur mal in den Spiegel schauen, die euch im Grunde sagen können, wie ihr welche Dinge zu werten habt, wie ihr was in Spielmechaniken umsetzen könnt, weil so schwer ist das gar nicht. Es ist wirklich gar nicht so schwer, echte Evolution theoretisch in Computerspiele hinein zu simulieren. Warte mal, jetzt können wir wieder die Keule des Todes uns hier organisieren, ne? Die heilige Keule von Antiochia, wie ich es immer nenne. Nein, ich will mich nicht da hinlegen. Ich will hier Fleisch nehmen. Will mich nicht hinlegen, ich will Fleisch nehmen. Ja, das ist auch so eine Sache, die nicht so geil ist. So, hier hinlegen. Da war jetzt die gerade eben kurz mal die Keule. Genau, die Keule legen wir jetzt kurz mal hier hin. Also wie gesagt, das wäre durchaus alles möglich. Was ich auch noch ein bisschen ungeschickt finde, ist generell die Art und Weise, also wie gesagt, die Vererbung stattfindet, die Generationswechsel. Weiß ich inzwischen, wie ich die effizient mache in diesem Spiel. Im Grunde eigentlich machst du zweimal einen Generationswechsel, guckst einmal, dass du ein paar Punkte hast. Also sobald du im Grunde eigentlich 6 Neuronen ausgebildet hast, musst du eigentlich zusehen, dass du einen Generationswechsel machst und dann diese Sachen festigst. Was aber letzten Endes mit der echten Evolution eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat. Ich muss jetzt hier quasi auch wirklich aggressiv hier an die Sache rangehen, um hier diese Sau hier zu verprügeln, damit ich... Na komm doch endlich her, du komische Sau. Damit ich im Grunde levele. Zack. Erledigt. Aber realistisch ist das Ganze natürlich nicht. Es ist auch nicht realistisch, dass dieser Sahel-Tropus jetzt schon mit einer Keule um sich schlägt. Ganz im Ernst, der Sahel-Tropus, das war noch so ein richtiger Baumsitzer. Das darf man an der Stelle einfach nicht vergessen. Ne? Also die ersten
Hominiden, die, glaube ich, überhaupt erst dazu in der Lage waren, Keulen wie diese hier als Waffe zu verwenden, die existieren, glaube ich, aus von der jetzigen Sicht her. Warte mal, ich gehe mal gerade eben mal rüber und guck mal, wo wir eigentlich gerade eben zeitlich stehen, damit ich jetzt hier keinen Scheiß erzähle. Aber ich meine, wir sind momentan ungefähr noch so 8 Millionen Jahre vor heute. Guck mal darüber. Ja, also wir sind ungefähr 8 Millionen Jahre vor heute. Also die ersten würden in 4 Millionen Jahren, glaube ich, so langsam aber sicher auftauchen. Also, so in 3 bis 4 Millionen Jahren, also ab 5 bis 4 Millionen Jahre vor unserer Zeit, würden hypothetisch gesehen die ersten überhaupt erst auftauchen. Das wollte ich kurz auch nochmal angesprochen haben, die überhaupt erst so in der Lage sind, das Ganze, also solche Keulen in die Hand zu nehmen. Beziehungsweise Feinwerkzeug zu bearbeiten. Also, wie gesagt, die Tatsache, dass wir es da drüben schon mal. Ne, warte mal, wo ist er denn hier? Hier, diesen. Das Ding hier haben wir ja, glaube ich, schon uns näher angeschaut, ne? Das ist ja schon so ein Basaltkeil. Das Bearbeiten von solchen Werkzeugen konnten die noch lange nicht, weil sie nicht die Fingerfertigkeit hatten. Das mussten die erst lernen. Das ist eine Sache. Das nächste ist, was ich auch ein bisschen einfach schade finde, dass es einfach so ungünstig gemacht ist. Die ganzen anderen Primörpen da drüben sind eigentlich ein Klotz am Bein. Also eigentlich bin ich der Meinung, wenn das hier realistisch dargestellt werden sollte, dann müssten die eigentlich alle auch ein bisschen so einen Eigenantrieb haben, mir Dinge von alleine nachmachen. Und es sind so Sachen, wie ich persönlich finde, die hätte man wunderbar hier in diese Neuronen, also in diesen Skilltree im Grunde packen können. Also da hätte man einen eigenen, ihr seht ja schon, hier haben wir jetzt hier Kommunikation, einen eigenen Pfad dann quasi hier machen können, wo die dann einfach nicht nur mir nachmachen auf Befehl, sondern halt auch wirklich Imitation, dass sie dann halt auch wirklich selber aus Eigenantrieb sich selber Werkzeuge herstellen, um sich eventuell zu verteidigen. Das wäre realistischer gewesen, weil wenn das unsere Geschichte sein soll, ab einem gewissen Punkt muss es ja anfangen, und das hat schon sehr früh angefangen, nicht erst so vor 100.000 Jahren, sondern vor ein paar Millionen Jahren, dass die uns, dass wir einander quasi nachgeäfft haben. Das ist etwas, was auch eine grundlegende Eigenschaft eigentlich von uns Primaten allgemein ist, dass wir dazu in der Lage sind, von alleine auf das Verhalten eines anderen unserer Art, aber nicht nur unserer Art, sondern auch teilweise von anderen Lebewesen also zu beobachten, daraus Schlüsse zu ziehen und es nachzumachen, also aktiv etwas daraus zu lernen. Das ist etwas, was wirklich uns ganz, ganz stark von vielen, vielen anderen Lebewesen unterscheidet und was einen großen Teil unserer Intelligenz ausmacht. Und daraus schließend würde ich eigentlich mir wünschen, für ein weiteres Spiel dieser Art, dass diese Clans-Kollegen, diese Sippen-Kollegen auch eigenständig in gewisser Weise irgendwelche Rollen einnehmen. Also was auch vollständig fehlt und was die eigentlich damals schon gehabt haben müssen, sind Wachposten. Dass man einfach quasi eine gewisse Rangordnung in der Sippe hat und dass man dann einfach quasi als Alpha, wie auch immer, Männchen, Weibchen, völlig egal, gab auch teilweise, also gab unterschiedlichere Hackordnungen quasi bei unseren Vorfahren. Da war nicht immer klar, wer Männchen, das Männchen oder Weibchen quasi vorne ist, sondern das konnte sich auch mal teilweise abwechseln. Manchmal auch der Erfahrenste, völlig egal welchen Geschlechts er war. Also der einfach am meisten Ahnung hatte, der am meisten Respekt ausgelöst hat bei den anderen. Was nicht immer auf Kraft zurückzuführen war, sondern tatsächlich, wie viele von den anderen kannst du hinter dir versammeln? Das ist ja bei uns Menschen bis heute so, dass es nicht allein die Kraft ist, die dafür sorgt, dass andere vor dir Respekt haben. Klar, das hilft manchmal, aber selbst der Stärkste hat keine Chance, wenn sich 3, 4, 5 dann quasi zusammenschließen und dann einfach sagen, nö, wir sind jetzt dieser Meinung oder wir machen das jetzt so. Da steht der eine doof da, vor allem, wenn man gegen den Tiger antreten muss, weil so stark sind wir schlicht und ergreifend nicht gewesen, um so etwas machen zu können. Also wie gesagt, solche komplexeren Sachen, dass die halt einfach, dass ich dann einfach sagen kann, quasi, und du da drüben, Buh, wie auch immer du jetzt heißt, du sitzt jetzt da oben auf diesem komischen Baum und schreist, sobald einer kommt. Das wäre so ein typisches Ding gewesen, was für unsere Art und auch für unsere Vorfahren garantiert eine absolut typische Verhaltensweise gewesen wäre. Und das fehlt komplett. Es ist nicht möglich, das hier zu lernen. Auch was das Bearbeiten von Werkzeug angeht, bin ich persönlich der Meinung. Also wie gesagt, eigentlich das hier, was ich gerade eben mache, dürfte dieser Sahel-Tropus eigentlich gar nicht können. Dürfte er nicht. Wurde halt eingebaut von den Entwicklern, glaube ich, damit halt der Spieler, also in dem Fall ich oder ihr,
einfach etwas zu tun hat, also ein Crafting-Gefühl hat und dann auch noch die Gegend ziehen kann und dann irgendwelche Raubkatzen aufspießt. Da habe ich auch im Livestream darüber referiert, dass das halt auch alles andere als realistisch ist, wie das in dem Spiel dargestellt ist, weil die Menschen noch bis, naja, ganz im Ernst, also eigentlich bis zum Ende des Spiels hier, also bis 2,5 Millionen Jahre vor unserer Zeit, also bis zum Australopithecus africanus, eigentlich keine Jäger waren, sondern sie waren Gejagte, sie waren Beute, was sich bis heute eigentlich auch in uns noch zeigt. Auch wir haben bis heute noch eigentlich eine Urangst davor, gefressen zu werden. Die ist begründet. Die kommt nicht von irgend ungefähr. Also das liegt einfach daran, dass es halt damals noch genauso war, dass wir halt ja auf dem Speiseplan von den großen Katzen, von den großen Bären, von den Schlangen und was weiß ich was alles gesessen haben. Oder gesessen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und das Interessante ist, dass da eine lange, lange Wissenschaftsgeschichte dahinter steckt, die ich auch ein bisschen recherchiert und dann auch darüber referiert habe, dass die Wissenschaft sich erst also zweimal im Grunde eigentlich falsch interpretiert hat, wie wie hieß denn das immer? Das Kind von Tomei? Ich weiß es gerade eben nicht. Also auf jeden Fall, es gibt so ein Fossil, den Schädel eines Australopithecus africanus. Das ist ein Kinderschädel, also im Grunde von einem kindlichen Australopithecus, wo man im Grunde tatsächlich schon vom Kind redet. Ne? Das sind ja schließlich auch unsere, vermutlich unsere Vorfahren. Und bei dem hat man man hat diesen Schädel halt einfach mit ganz, ganz vielen anderen Knochen gefunden und hat dann daraus geschlossen, dass der Australopithecus africanus ein Jäger gewesen sein muss, weil er da überall andere Knochen waren. Man hat gedacht, man hat ein Grab gefunden, das waren Grabbeigaben, beziehungsweise man hat einfach gedacht, man hat eine Höhle gefunden. Sag mal, warum blutest du eigentlich? Da sollte ich vielleicht mal was daran ändern. Du stirbst gerade eben. Das finde ich nicht gut. Moment, wir ändern das gerade eben mal. Nicht, dass der jetzt hier abgeht hier. Was haben wir denn? Oh, warte mal, ich habe das Zeug ja noch in der Hand. Dann kann ich es ja mal anwenden. Ich habe das ja sogar dabei hier, die Karpok. Gehen wir mal darüber, bevor der Kollege da drüben jetzt kommt. So, der vergisst uns jetzt hoffentlich. Kann ich dich eigentlich jetzt hier mal verschrecken? Ja, kann ich. Sehr gut, hau ab. Also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass man halt quasi gedacht hat, dadurch, durch diesen Fund, man hat es falsch interpretiert. Ja, das muss, unsere Vorfahren waren ja Jäger. Das Interessante ist quasi, das war zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, als man das gedeutet hat. Zur Zeit des Ersten oder Zweiten Weltkriegs, also auf jeden Fall zur Weltkriegszeit. Und deswegen hat man einfach gedacht, ja, der Mensch bringt sich gegenseitig um, wir sind ja schon lange Killer. Das stimmte aber überhaupt nicht. Dann hat man, diesen Schädel ein paar Jahrzehnte später, ich meine in den 70er Jahren, nochmal analysiert und hat dann festgestellt, ja, an diesem Schädel sind zwei markante Verletzungsmarken, also so, die sich bis in den Knochen reingraben. Und da hat man aus irgendeinem Grund daraus geschlossen, ja, das sind Faustkeilmarke, das Kind wurde erschlagen und garantiert kannibalisiert gegessen. Dann hat man quasi den Kannibalen in unseren Vorfahren gesehen, was ich aber auch nicht halten konnte, denn weitere Fossilien haben dann gezeigt, dass diese, also heutzutage vergleicht man quasi die Zähne und die Klauen, das habt ihr vielleicht auch schon in ein oder anderen Dokus gesehen, mit anderen Fossilien aus derselben Zeit, aus derselben Epoche. Und man kann erkennen, welche Art, so wie wir auch heutzutage feststellen können, welche Art Waffe eine Verletzung bei einer Leiche oder bei einem Verletzten gemacht hat, um herauszufinden, was ist die Mordwaffe, wer war der Mörder und so weiter und so fort, kann man auch das mit solchen fossilen Verletzungen machen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Technik. Und da hat man einfach rausgekriegt, ja, das war ein Greifvogel, das war ein riesiger Greifvogel, der sich dieses Kind gekrallt hat und getötet hat. Und wahrscheinlich ist dieser Schädel dadurch einfach nur durch Aasfresser woanders hingekommen, in eine irgendwelche Hyänen oder sonst irgendwie haben es irgendwo hingeschleift, in eine Höhle oder sonst irgendwie und haben den Rest davon gefressen. Und dadurch hat man dann auch wieder festgestellt, man hat überhaupt keine Belege für
das Jagen. Man hat überhaupt keine Belege für das Kannibalisieren, denn keine dieser Thesen hat irgendeinen Beweis gehabt. Das Einzige, was man als Beweis hatte, war, dass unsere Vorfahren Beute waren. Sie wurden gejagt. Und das hat natürlich Konsequenzen. Das muss Konsequenzen haben in dieser Einschätzung, wie man solche Fossilien dann letzten Endes bewertet. Was ist das überhaupt? Ist das Fleisch? Ich weiß es bei dem gar nicht. Also auf jeden Fall, deswegen, dass wir uns jetzt hier quasi gegen solche Wildschweine verteidigen, also mehr als, ganz im Ernst, rumbrüllen, würde ich mal behaupten, dürfte eigentlich nicht drin sein, außer, und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Sache. Das habe ich auch schon im Livestream ein bisschen referiert. Ich persönlich würde es besser finden, also warte mal, das muss ich eigentlich ganz, ganz kurz mal mit diesem Fleisch hier zeigen. Wir sind ja dazu in der Lage zu werfen. Aber guck mal, wie scheiße wir werfen. Also man kann das Werfen in diesem Spiel eigentlich überhaupt nicht sinnvoll einsetzen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum diese Funktion im Spiel überhaupt drin ist, weil du kannst das Werfen nicht skillen, obwohl man es eigentlich können sollte. Denn jetzt sind wir ja Primaten. Ihr seht, wir haben Augen nach vorne. Wir haben dreidimensionale Sicht. Wir machen nochmal eine ganz, ganz kleine Exkursion in die wunderbare Welt des dreidimensionalen Sehens und was es alles für Konsequenzen hat. Die Tatsache, dass wir quasi diese ja, horizontale Sicht, diese Frontalsicht haben mit den überlappenden Sichtfeldern, die uns wiederum das dreidimensionale Sehen ermöglicht, hat nichts damit zu tun, dass wir schon früher gejagt haben, was man auch ursprünglich geglaubt hat. Das ist totaler Quatsch. Wir sind ja Baumhangler. Wir hangeln uns und springen von Baum zu Baum. Und das wiederum, wir könnten uns eigentlich auch mal hinlegen zum Schlafen, ganz im Ernst. Das wiederum liegt einfach nur da. Also das ist einfach der Grund, warum wir dreidimensionales Sehen entwickeln mussten. Wir mussten dreidimensionales Sehen entwickeln, damit wir nicht vom Baum fallen beim Versuch, von Baum zu springen oder zum Hangeln oder um zu sehen, komme ich an die komische Frucht ran, auf die ich gerade eben so Bock habe, weil ich Hunger habe und so weiter und so fort. Ihr versteht, damit ich die Entfernung abschätzen kann. Und diese Fähigkeit wiederum hat, also dreidimensional zu sehen, ist überhaupt erst der Grund dafür, dass wir... Oh, oh, scheiße. Das gibt's ja wohl nicht. Oh, oh. Oh, nein. Beule nehmen. Was macht denn der hier? Also, das ist überhaupt erst der Grund dafür. Soll er mal abhauen, ey. Wir bluten. Ich muss das kurz mal heilen, bevor ich jetzt hier weiterrede. Das ist also überhaupt erst der Grund dafür, warum wir dazu in der Lage sind, gezielt auch zum Beispiel Dinge zu werfen. Das muss man dazu sagen, ne? Also, ich muss jetzt hier erstmal das hier kurz mal auseinandernehmen. Anwenden. Blutung stoppen. Oh, oh, weg. 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 Das Leben ist gerade eben echt hart. Also das ist gerade eben eher so realistisch, wie wir gerade eben es hier... So, jetzt haben wir den jetzt mal verjagt jetzt hier. Also das ist einfach der Grund dafür, warum wir überhaupt dazu in der Lage sind, quasi Entfernungen abzuschätzen. Und das ist etwas wiederum, worüber wir diskutieren können. Das hat wiederum dazu geführt, dass wir dazu in der Lage sind, gezielt aus Verteidigungszwecken Dinge zu werfen. Deswegen habe ich das mit dem Werfen angesprochen. Also ich finde es schade, dass wir hier nicht gezielt Steine werfen können, Stöcke werfen können. Oder manche von euch würden auch sagen, Kacke. Ne? Also so wie es Affen machen. Weil das einfach eine Sache wäre, die andere Tiere erschrecken würde. Das würde die abschrecken. Das wären fremde, verstörende Gerüche. Die meisten Tiere, sage ich jetzt mal, finden es nicht toll, wenn sie mit fremder Kacke beworfen werden, weil sie ihren eigenen Geruch überdeckt. Und das irritiert sie. Und das sind Dinge, die eigentlich in dieses Spiel komplett reingehören, aber nicht da sind. Und das finde ich schade. Da haben aus meiner Sicht die Entwickler einfach total, Entschuldigung, geschlampt. Das haben die komplett verpasst reinzunehmen, obwohl es eigentlich... Ach komm, ist der schon wieder da. Und das ist auch mega nervig, wollte ich gerade eben mal sagen. Ne? So nervige Trolltiger.
Sag mal, darf ich jetzt endlich mal dieses komische Teil da nehmen? Ich darf es nicht. Oh Mann. Jetzt habe ich endlich. So. Oh, dieser Trolltiger, der geht mir halt gehörig auf den Senkel, ganz im Ernst. Der ist super ätzend. Das ist auch leider kein traumhaftes... Jetzt kommst du auch noch daher. Geh doch weg. So. Haben wir den Typen auch erledigt. Haben wir auch ein bisschen Action, währenddessen ich hier labere, ne? Also der nervt einfach nur, der Tiger. So, mal ehrlich, der nervt einfach nur. So, und das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, uns fehlen halt einfach zwei ganz, ganz grundlegende Sachen, die uns eigentlich zum Menschen machen und die uns überhaupt erst dazu befähigt haben, zu einem Jäger zu werden. Und zwar, dass wir durch das Klettern... Es darf nicht wahr sein! Sag mal! Blutet der Typ auch? Na geil! Leben ist toll! Was mach ich denn jetzt? Ja gut, dann machen wir einen Generationswechsel. Was soll ich denn anderes machen, ey, ohne Witz? In der jetzigen Situation habe ich eigentlich gerade eben keine andere Wahl, als einen Generationswechsel zu machen. Ja, und da kommen wir wieder an den Punkt, dass wir jetzt hier einfach eine Spielmechanik im Grunde ein bisschen exploiten können, ne? Das ist jetzt eigentlich gar kein Problem. Und das nehme ich auf. Aber das Gute ist, ich habe auch einige Sachen jetzt hier gerade eben schon mal jetzt hier freigeschaltet. Hier das energische Streben. Die Erfolgsquote bei eines Konters gegen ein feindliches Tier hat sich erhöht. Das ist gut. Also das eine ist quasi, wie gesagt, dieses soziale, kooperative, aber auch eigenständige Handeln, was ich einfach so ein bisschen erwarten würde. Und dass wir auch eine Sozialstruktur haben, wo man dann quasi klar Rollen hat. Also der eine muss aufpassen, währenddessen die anderen futtern und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die ich mir einfach wünschen würde, die aber... Ja, wir werden noch besser im Kämpfen. Die aber einfach nicht da sind. Ne? Das ist halt einfach ein bisschen schade. Und das andere ist... diese Fähigkeit dreidimensional zu sehen, die aus dem Klettern resultiert, aus der dann wiederum das gezielte Werfen und damit Verscheuchen von anderen Tieren, meistens Raubtieren letzten Endes einhergeht, und also nicht nur dieses Rumbrüllen oder mit einem Speer abwehren, sondern quasi wirklich mit der gesamten Affenbande, alle werfen Stöcke und Steine auf so einen Tiger, damit der abhaut, was sehr viel realistischer wäre. Du wirst vorgewarnt durch den einen Kollegen, das wäre ein sehr viel geileres, komplexeres Spielgefühl. Und das, da könnte man auch wiederum die Fähigkeit von Hören und Sehen und Intelligenz mit reinbringen, dass der beobachtende Hominide überhaupt erst dazu, also ab wann der rafft, ey, da kommt ein Fressfeind, da kommt jetzt ein Macharoidus oder wie auch immer die gerade eben heißen. Ich habe schon lange nicht mehr gelesen, deswegen weiß ich es gerade eben nicht mehr, wie die exakt heißen. Oder da kommt ein Krokodil oder sowas in der Art und Weise. Und dann hast du eine entsprechende Vorlaufzeit, die in Abhängigkeit dieser Intelligenz, dieser Geräusch, dieser Geruchswahrnehmung ist, der Sichtweite ist. Und dementsprechend kannst du dann den anderen Hominiden sagen, so, nehmt euch mal alle einen Stein und jetzt begrüßen wir den alle. Und dann machst du ein zielgenaues Werfen auf ihn, zack, 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 zack. Oder Dinge, die du halt einfach lernen musst. Am Anfang kannst du ungenau werfen, so wie ich es gerade eben vorgeführt habe. Und beim nächsten Mal, das ist sogar schon das Ende des Geländes hier. Und beim nächsten Skill-Level kannst du dann schon anfangen, gezielter zu werfen. Das sind so Dinge, die ich persönlich feiern würde und von denen ich hoffe, dass sie in einem Nachfolgespiel, sofern es hoffentlich eins geben wird, drin sind. Weil die wären logisch, das wären logische Kausalketten, statt das siebte Mal in Folge, man muss es leider wirklich so hart sagen, das siebte Mal in Folge, ja, du kriegst nochmal eine kleine erhöhte Chance hier, das ist alles nochmal ein bisschen effizienter. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach... Das ist zwar ein sehr, sehr großer und komplex aussehender Skilltree, aber wenn wir uns mal hier die Objektmanipulation angucken,
Die Fähigkeit, den Gegenstand zu bewegen, wo haben wir das hier? Die Erfolgsquote bei der Benutzung eines Werkzeugs hat sich erhöht. Die Erfolgsquote aller Änderungsarten hat sich erhöht. Die Erfolgsquote beim Ändern ohne Werkzeug hat sich erhöht. Das sind zwar immer wieder so andere Einzelhandhabungen, aber Nummer 1 durften die das noch gar nicht können. Und Nummer 2 ist es einfach immer wieder dasselbe, bloß in anderer Farbe. Da sind wir quasi bei dem Mass Effect 3 Ende. Du hast sozusagen dreimal dasselbe Ende mit drei verschiedenen Farben, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wenn du das eine richtig gemacht hast, hast du noch eine vierte Farbe zur Auswahl. Das ist das, was ich damit sagen will. Und Moment, jetzt können wir hier nochmal 3 Punkte schon mal versenken. Ja, eigentlich sind das schon genug, also für einen Generationswechsel. Sonst verblutet uns nämlich der eine Kollege. Wir machen jetzt diesen Generationswechsel. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das dann quasi so umgesetzt wird, dass man dann auch quasi dieses Werfen besser kann. Und dann irgendwann mal fängt der Hominide... Ich lasse das Video jetzt laufen, einfach damit ich nebenher reden kann. Und irgendwann mal quasi hast du dann quasi dich so weit gelevelt, dass du nicht nur zielgenau werfen kannst, sondern du erhöhst die Reichweite von Sachen, die du werfen kannst. Wirst vielleicht genauer mit verschiedenen Sachen, die du werfen kannst. Und daraus resultiert dann irgendwann mal überhaupt, dass unsere Fähigkeit als Jäger aus der Distanz aktiv zu werden. Weil wir sind keine guten Jäger. Wir sind... Damit wir quasi dazu in der Lage sind, ein Tier zu jagen, müssen wir A, viele sein, koordiniert vorgehen und wir müssen gute Ausrüstung haben. Und all das erfordert letzten Endes die Kommunikation, aber auch die... Oh, jetzt haben wir nochmal eine aktive Selbstkontrolle, sehr, sehr schön. Und das, und aber auch die Fähigkeit quasi frontal sehen zu können. Also so halt, dass man dreidimensionale Sehen hat. So, das ist der männliche Dude. Du hast die Selbstkontrolle. Männlich, dich will ich auf jeden Fall fortpflanzen. Das müssen wir jetzt gerade eben noch machen. Du bist fruchtbar, das finde ich gut. Auch das hier ist zu simpel. Es ändert sich ja nie. Also für meinen Geschmack einfach zu viele Neuronen-Skillpunkte im Tech-Tree, sage ich jetzt mal, reserviert für immer wieder das Gleiche. Und dafür hier so grundlegende Dinge, die uns eigentlich zu Menschen machen, das sind übrigens jetzt hier die Knochen, ne? Einfach überhaupt nicht oder wenn überhaupt rudimentär bearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen wollt, Leute. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr dann quasi einfach immer alles sehen wollt. Ich würde aber mal sagen, ich mache jetzt an dieser Stelle mal einen Cut. Und bedanke mich auf jeden Fall bei euch für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wie gesagt, ich will das Spiel nicht kaputt reden. Ganz im Gegenteil. Ich finde es toll. Aber es könnte noch so viel besser sein. Und die Kritiken an dem Spiel... Die sagen das ja im Grunde auch ganz, ganz eindeutig. Und dieser Tatsache muss man ins Auge sehen. Und dieser Tatsache müssen auch die Entwickler ins Auge sehen. Und hoffentlich die richtigen Schlüsse draus ziehen. Der falsche Schluss wäre zu sagen, nee, wir machen nie wieder so ein Spiel. Der richtige Schluss wäre, okay, es kam bei einigen Leuten super an und bei anderen Leuten gar nicht so. Jetzt gucken wir mal genau... Bei wem kam es aus welchem Grund gut an und bei wem kam es aus welchem Grund nicht so gut an? Und dann denken wir mal darüber nach, wie wir das besser machen können. Denn ich denke, durch Epic haben auf jeden Fall die Entwickler genügend Geld verdient. Keine Frage. Die sind versorgt. Aber für uns wäre es natürlich interessant, dass ein Nachfolgespiel, völlig egal aus welchem Studio es kommt, im Grunde ist es eine neue Art von Genre oder eine neue Art von Subgenre, dass das dann einfach... korrekter ist. In dem Sinne, liebe Leute, paaren wir uns jetzt hier gleich nochmal. Ich bin einmal raus. Wünsche euch bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit, ne? Lasst euch nicht von Macherodus fressen. Macht's gut, tschüssi und ade.